Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Dankeschön. Die Frau Stumpfoll ist eine der Vortragenden des nächsten Teils. Das ist richtig. Ich glaube, Sie hören mich bereits. Ja, wir hören Sie und wir können Sie auch schon sehen. Dankeschön. Ich sehe mich selbst noch nicht, aber das macht gar nichts. Sie muss mich vielleicht selbst auch gar nicht sehen. Die Frau Hampel habe ich nicht entdeckt. Ja, die Frau Hampel muss ich auch entschuldigen. Die Frau Hampel ist kurzfristig krank geworden. Das heißt, ich werde die halbe Stunde alleine bestreiten. Bei mir steht noch, dass das Screensharing noch von anderen verhindert wird, aber... Ich weiß das nicht, ist der Herr Ramskugel, ich werde schauen. Aber jetzt glaube ich, das ist eventuell... Ich hätte Sie zum Co-Host gemacht. Ja, das habe ich gesehen, genau. So, eine Sekunde, dann kann ich mich einrichten. So. Das war ja gerade sehr interessant, was der Herr Ramsdorfer erzählt hat. Jetzt darf ich tatsächlich wieder einen Schritt zurückgehen. Bei uns geht es noch nicht um künstliche Intelligenz. So, es geht aber um Matura im Selbststudium, habe ich gelesen. Das auf alle Fälle, natürlich. Ja. Gut, Sie geben mir sozusagen das Zeichen, wann ich beginnen darf. Sie können jederzeit beginnen. Ich werde mein Bild in den Disclaimer umwandeln und ich bin schon gespannt, wie man sich alles selbst für die Matura beibringen kann. Nicht mit künstlicher Intelligenz in diesem Fall. Mit natürlicher, hoffentlich. Ich habe neulich ein Buch gelesen, da hat der eine Protagonistin einen gefragt, zweifelst du etwa an künstlicher Intelligenz? Und die Antwort war, ich zweifle sogar an natürlicher. Das tun wir natürlich nicht. Wir unterstützen die natürliche Intelligenz. So, dann möchte ich beginnen. Danke für die Einladung. Mein Name ist Karin Stumpfoll. Ich vertrete hier die Humboldt-Matura-Schule und wir dürfen auch heuer wieder bei den E-Education-Praxistagen einen Fachbeitrag vorstellen. Meine Kollegin, die sich sehr stark mit dem Bereich E-Education befasst, die Frau Julia Hampel, die auch als zweite Referentin angegeben ist, ist leider kurzfristig erkrankt. Das passiert in diesen Tagen sehr häufig. Und sie wird aber wahrscheinlich sozusagen dem Ganzen folgen und mal schauen, ob ich das sozusagen richtig rüberbringen kann, wie sie sich das auch vorstellt und wie sie das tagtäglich in ihrem Beruf macht. Also unsere Aufgabe grundsätzlich, also mein Name vielleicht nochmal zuerst, mein Name ist Karin Stumpfoll, ich bin die Schulleiterin der Humboldt-Matura-Schule und unsere Aufgabe ist einmal grundsätzlich, jetzt einmal von der Kernaufgabe, die wir vor 6 Jahren begonnen haben, Damen und Herren, Kursteilnehmerinnen zur Matura oder einem höheren Bildungsabschluss zu führen. Das bedingt aber schon mal grundsätzlich, dass wir, nachdem wir Prüfungsvorbereitung machen, alles, was mit E-Education zu tun hat, auch sozusagen kompatibel sein muss mit dem, was unsere Absolventinnen und Absolventen bei den Prüfungen, bei der Matura und anderen höheren Bildungsabschlüssen benötigen. Das heißt, wir versuchen sehr wohl natürlich sehr viel im E-Bereich, E-Education-Bereich, zu E-Learning-Bereich anzubieten. Aber trotzdem finden noch Prüfungen nicht online, sondern in den Prüfungsschulen statt. Und deswegen müssen wir uns dann natürlich auch ein bisschen nach der Decke strecken, wie das eben in den Prüfungsschulen auch gehandhabt wird. Gut, was können wir sozusagen, was ist ein bisschen unsere Ausgangslage und warum wir uns wieder beworben haben für einen Fachbeitrag? Grundsätzlich einmal, wir machen sehr, sehr viel in Fernlehre, weil auch die Rahmenbedingungen sich sehr stark geändert haben. Es ist nicht nur in den letzten 2 Jahren, schon davor war es durchaus Usus, dass viele Damen und Herren einfach aufgrund ihrer privaten Lage auch nicht die Möglichkeit haben, in einen Kurs, in eine Schule zu gehen. Wir denken dann vor allem Erwachsene, die zum Beispiel die Berufsreifeprüfung machen möchten. Das heißt, die können nicht sehr oft, vor allem wenn sie vom Land sind, einen Beruf haben, das Nebenberuf
beruflich erledigen möchten, die können nicht sozusagen in eine Schule gehen, weil es auch gar keine gibt in der Nähe. Und deswegen war das schon sehr, sehr lange sozusagen unsere Aufgabe, das alles in einer klassischen Fernlehre anzubieten. Das Wort Fernlehre ist ja doch schon ein sehr alter Begriff und der hat sich aber natürlich auch und vor allem in den letzten Jahren sehr gewandelt. Wie gesagt, wir durften letztes Jahr schon vor allem unsere Weiterentwicklung im Angebot, die Lernpakete vorstellen, wo wir versuchen, sozusagen auch verschiedenste Teilnehmer anzusprechen. Heute bei diesem Fachbeitrag geht es eher darum, dass wir jetzt eine Weiterentwicklung auch im letzten Jahr erlebt haben, aus der Praxis einfach heraus, aus der Nachfrage heraus. Und da geht es vor allem auch um das sogenannte Guided E-Learning und dann noch eine weitere Weiterentwicklung. Warum das Ganze? Es hat sich verstärkt und ist jetzt irgendwie zur Gewohnheit geworden, dass sehr viele Erwachsene im Homeoffice sich befinden, auch nach eventuell der Corona-Pandemie. Das heißt, das wird in vielen Betrieben auch bleiben, diese Regelung. Und auch Schüler, also ganz Schüler, die eigentlich nichts anderes kannten, als in eine Schule zu gehen, haben sehr wohl den Weg ins Homeschooling gefunden und für manche auch für sich entdeckt. Und manche haben das auch für sich entdeckt, dass sie einfach auch mehr weiterbringen im Homeschooling mit allen Vor- und Nachteilen, die wir in der Folge dann versuchen, mit unserem Programm auszugleichen. Und vielleicht das Zweite muss ich auch noch sagen, was sich geändert hat in den Rahmenbedingungen. Ganz viele Homeschooler und Homeoffice-Damen und Herren haben natürlich auch im Zuge der letzten 2 Jahre ihre Software abgedatet und ihre Hardware vervollständigt und verbessert, sodass E-Learning und Online-Unterricht und alles, was mit Internet zu tun hat, eigentlich zunehmend kein Problem mehr ist, sondern sozusagen eigentlich als positiv aufgefasst wird, was vorher tatsächlich überhaupt nicht der Fall war. Vor allem, weil ich kenne es auch aus dem Bereich von Firmenkursen, das heißt Kurse zum Beispiel im Bankenbereich, wo es völlig unmöglich war, online früher etwas zu machen. Da musste man wirklich in einem Lehrsaal sitzen, damit sozusagen ein Kurs auch einen Sinn hat. Das hat sich sehr gewandelt. Also hier wird ebenfalls zunehmend schon Internet und E-Learning akzeptiert. Ja, was haben wir aus der Vergangenheit mitgenommen? Das, was ich hier auf dieser Folie darstelle. Wir haben eigentlich schon immer versucht, verschiedene, so wie wir es aus der Schule kennen, einfach verschiedene Lernkanäle anzusprechen. Das ist eh altbekanntes, bewährtes Konzept, dass man eben Dinge lernt, indem man es einerseits natürlich sieht, indem man es hört und indem man auch selbst was anwenden kann. Also das haben wir, glaube ich, alle, die irgendwas mit Bildung zu tun haben, im Studium schon mitbekommen, diese Lerntypen. Das heißt, natürlich haben wir das mitgenommen und das ist ja auch noch weiterhin gültig, einmal grundsätzlich mit allen Neuerungen. Und da sozusagen haben wir verschiedenste Dinge, die wir auf unserer Lernplattform anbieten, damit eben die Kursteilnehmerinnen möglichst flexibel lernen können. Weil das ist offensichtlich, das sehen wir bei den Rückmeldungen, das ist offensichtlich immer wichtiger. In der Schule sind wir es gewohnt oder wir waren es gewohnt, teilweise von 7:30 oder von 8 weg im Unterricht zu sein, dann eben bis zum frühen Nachmittag, weil wir halt sozusagen gewohnt waren, diese Zeit zu unterrichten. Aber es gibt genug Studien inzwischen, wo diskutiert wird, ob vielleicht ein späterer Einstieg sinnvoller wäre, vor allem für Jugendliche, beziehungsweise wenn nicht das der Grund ist, dann sind es einfach auch berufliche Verpflichtungen oder familiäre Verpflichtungen, die viele unserer Kursteilnehmer haben und deswegen gar nicht sozusagen in einer Kernzeit, wie wir es aus der Schule kennen, eben lernen können, sondern eventuell eben andere Zeiten benötigen, Randzeiten oder überhaupt sozusagen ganz andere Zeiten, die für sie, für die einzelne Person, für das Individuum eine Kernzeit ist. Also wer definiert schon die Kernzeiten?
Also da hat sich tatsächlich vieles geändert. Ich unterrichte auch seit 27 Jahren an einer Handelsakademie in Wien. Das heißt, ich spreche nicht nur sozusagen von Erwachsenen und von den Erfahrungen, die wir mit Erwachsenen bei der Humboldt-Matura-Schule gemacht haben, sondern auch Erfahrungen, die ich mitgenommen habe in den letzten 2 Jahren von den Schülern in einer Handelsakademie, die ebenfalls ganz andere Zeiten haben. Und jeder, der sozusagen ein eigenes Kind zu Hause hat, weiß das auch, dass die Lern- und die Arbeitszeiten sehr wohl sehr, sehr unterschiedlich sein können. Also diese Dinge, die hier aufgelistet sind und dann auch in der nächsten Folie kurz beschrieben sind, sind natürlich immer noch Thema. Das heißt, es gibt gängige, es gibt Schulbücher. Schulbücher sind für uns deswegen auch ein Thema, weil dann die Prüfungen auch nach Schulbüchern eben vonstatten gehen. Das heißt, Lehrer prüfen nun einmal nach Schulbüchern, natürlich offiziell nach Lehrplan, aber in den Schulbüchern sollte ja doch der Lehrplan abgebildet sein, ist er auch. Das sind approbierte Lehrbücher. Das heißt, nach denen wird geprüft und das ist ja für uns auch ein Thema, dass wir unsere Kursteilnehmerinnen auf Prüfungen vorbereiten, auf einen höheren Schulabschluss. Allerdings die Frage ist, in der Schule habe ich normalerweise einen Lehrer, der mir eben dieses Schulbuch erklärt, der mich durch ein Schulbuch führt. Das müssen wir irgendwie anders abbilden. Das heißt, hier, wir müssen irgendwas einen virtuellen Lehrer sozusagen zur Verfügung stellen. Das kann schon ein Mandal sein, das herumhüpft, aber das ist eigentlich nicht so ganz unser Ansatz. Das heißt, Lesen ist schon ein Thema auch. Bedeutet, dass wir im Leitfäden oder Lernpakete zusammengestellt haben, die man der Reihe nach abarbeiten kann, wo man aber sehr wohl natürlich auch das geschriebene Wort lesen muss, um sich voranzuhandeln, weil nun einmal ein Lehrer nicht vor der Klasse spricht. Daneben haben wir aber viele Sachen entwickelt, die ganz normal den Schulalltag abbilden. Warum wieder der Schulalltag? Weil das nun wieder etwas ist, das die meisten kennen und anknüpfen können. Das heißt, etwas völlig Neues zu schaffen, E-Learning-Sequenzen zu schaffen, junge Erwachsene sind, eigentlich gar nicht aus ihrer Schulzeit kennen. Das wollten wir auch nicht im ersten Schritt. Das heißt, wir wollen sehr wohl an den Alltag und an das, was die Leute kennen, anknüpfen. Und deswegen nennen wir diese Einsendeaufgaben halt Einsendeaufgaben, weil es in der Erwachsenenbildung so heißt. Aber es ist trotzdem irgendwo eine Art Schularbeit, ein Test, eine Überprüfung des Wissens. Das wird korrigiert. Da haben Sie sozusagen Rückmeldung, unsere Teilnehmer. Und daneben gibt es noch viele Zusatzmaterialien, die Ihnen das Lernen erleichtern. Sowohl auf der Videoseite her, natürlich braucht es ganz viel Videomaterial, um den Lehrer auch zu ersetzen, aber auch verschiedenste Art von Audiofiles, Podcasts, weil es auch durchaus ein Thema ist, einmal sozusagen nur die Kopfhörer in den Ohren zu haben und spazieren zu gehen und sich einen Inhalt anzuhören. Oder bei verschiedenen Tätigkeiten, wo man jetzt nicht unbedingt aufpassen muss, beim Geschirrspüler ausräumen oder ich sage sonst eine Tätigkeit, die doch viele unserer Kursteilnehmer einfach zu Hause im Haushalt Verpflichtungen haben, wo man eventuell was zuhören kann und sich ein Thema auch anhören kann. Deswegen sind auch Audiofiles, Podcasts durchaus ein gängiges Mittel, um Inhalte zu vermitteln. Dann natürlich online viele Self-Checks und wir drehen manchmal auch das Konzept um. Das heißt nach dem Flipped Classroom-Prinzip, also ganz klassisch, dass man sich vorher den Inhalt, also die Inhalte, die Theorie erarbeitet und dann üben wir gemeinsam, aber wirklich gemeinsam jetzt mit einem Lehrer. Das heißt Online-Unterricht, online mit einem Lehrer werden dann Aufgaben geübt und zu festigen vor einer Prüfung, vor einer Matura-Prüfung. Ja, das sind die klassischen Dinge, wie wir sie eben auch angeboten haben, schon jetzt die letzten Jahre. Aber was hat sich jetzt geändert? Wir haben gesehen, dass eben unsere Zielgruppe jünger wird. Wir hatten früher nicht so viele junge Kursteilnehmerinnen, die eben einen anderen Weg gewählt haben, außer der normalen Schule, sondern die eben gesagt haben, okay, dieses Homeschooling, das hat uns eigentlich ganz gut gefallen, wir bringen da was weiter, das ist für uns in Ordnung, also wir möchten gern das so fortsetzen und eigentlich keine Schule mehr jeden Tag besuchen.
Und gerade für diese jüngere Zielgruppe fehlt aber trotzdem etwas in der klassischen Fernlehre, nämlich der Sozialbezug. Also das ist schon nicht zu unterschätzen, dass eben es in einer Schule einen Klassenverband gibt, Menschen gibt, an denen man sich messen kann. Messen ist ganz was Wichtiges, an denen man sich orientieren kann, die einen gegenseitig motivieren, um es einmal positiv auszudrücken. Natürlich kann auch das Gegenteil der Fall sein, aber hoffentlich eben motivieren. Und diesen sozialen Bezug haben wir eben versucht, mit einem neuen Konzept, das wir jetzt seit September 2021 fahren, ein bisschen mehr herzustellen. Ganz wird es nie funktionieren, weil Online-Realität ist nun einmal eine andere Realität als die tatsächlich persönliche Realität. Aber wir haben trotzdem versucht, hier ein bisschen das Soziale auszugleichen, den Klassenverband auszugleichen mit einem Konzept, das wir Guided E-Learning nennen. Das heißt, es ist schon ein Online-E-Learning, aber es ist wesentlich geführter, wesentlich straffer, weil das auch sehr viele Schüler, eine jüngere Zielgruppe auch wünschen. Sie wünschen sich eigentlich schon, dass sie geführt werden, dass sie mehr geführt werden als in der klassischen Fernlehre, wo man einfach sehr eigenständig sein muss und sich auch sehr viel selbst motivieren muss. Und in diesem Guided E-Learning, das wir seit Herbst jetzt fahren, haben wir eben versucht, durch einen Coach, das klingt jetzt vielleicht so nach hin und wieder Tipps geben, aber nein, das ist es gar nicht. Ich weiß gar nicht einen besseren Begriff dafür. Das ist wirklich jemand, der sich um den Schüler kümmert. Also wir haben aktuell ungefähr 27, glaube ich, war der Letztstand, 27, ich sage wirklich jetzt Schülerinnen und Schüler in der Betreuung, in der Guided E-Learning-Betreuung. Und das bedeutet, dass wirklich fast jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag ein Kontakt hergestellt wird. Das heißt, es werden ganz konkrete Lernpläne mit dem Coach aufgestellt, es werden ganz konkrete Prüfungspläne aufgestellt. Jede Prüfungsschule hat andere Termine. Das ist sehr oft schwierig zu koordinieren für unsere Fernlehrschülerinnen. In diesem Fall gibt es einen Coach, wirklich eine Betreuung, also wie ein Ort, also mehr eigentlich als ein Klassenvorstand in der Schule ist da jemand da, der wirklich den gesamten Lernprozess begleitet. Vielleicht auch einmal nachfragt, wenn eine Aufgabe nicht gemacht wurde, also wo wirklich auch verbindliche Vereinbarungen getroffen werden und nachgefragt wird, wenn das nicht passiert ist. Das heißt, da gibt es wirklich jemanden, der den Schüler, die Schülerin begleitet. Wir vernetzen auch die Lernenden untereinander. Das ist auch neu. In der Fernlehre ist es sehr oft so, dass jeder für sich alleine lernt und auch sehr oft das so haben möchte, muss man auch dazu sagen. Also es gibt sehr wohl, vor allem Leute, die dann vielleicht ein paar Jahre älter sind, die gerne auch für sich alleine sind. Aber gerade in dieser jüngeren Zielgruppe ist auch, wie gesagt, dieser Sozialbezug, dieses gegenseitige Kennenlernen ein Thema. Und da versuchen wir auch mit verschiedensten Plattformen, die es ja heutzutage gibt, diese Lernenden zu vernetzen, sodass sie auch einmal gemeinsam was machen können und auch tatsächlich gemeinsam zu einer Prüfung antreten, was sonst in der klassischen Fernlehre früher nie der Fall war. Da war eigentlich wirklich jeder immer für sich auf sich alleine gestellt. Dann natürlich sehen unsere Coaches auch, wenn einzelne Gegenstände oder einzelne Themengebiete nicht alleine gelernt werden können. Vieles kann man nachlesen, vieles kann man mit Fragenkatalogen beantworten, aber manche Dinge und natürlich ganz klassisch die Mathematik, Sprachen, also sehr oft diese sogenannten Hauptgegenstände, die bei der Prüfung ein Problem sein könnten, die kann man sich nicht immer ganz alleine beibringen. Weder wenn man noch jung ist, als auch dann später, wenn man schon ein paar Jahre Lernerfahrung hat, das ist tatsächlich schwierig. Und dafür werden aber dann individuelle Lernstunden organisiert. Das heißt, in diesem Guided E-Learning organisieren unsere Coaches für jeden Schüler, den sie betreuen, individuelle Lernstunden, die dann sozusagen alleine oder auch in einer kleinen Gruppe oder zu zweit dann abgehalten werden. Online natürlich mit einem tatsächlichen Lehrer, der sozusagen sie auf eine Prüfung oder auf Inhalte vorbereitet. Wenn es dann wieder geht, ein anderes Kapitel, braucht man vielleicht keine Unterstützung mehr und kann man es auch wieder alleine lernen. Also hier sozusagen liegt ganz, ganz viel Organisationsaufwand auch beim Coach,
um sozusagen den Schüler individuell zu betreuen. Das ist halt dann wirklich eine sehr individuelle Sache, die aber aktuell ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, die Motivation bei den Lernenden haben wir jetzt schon gesehen, nach diesen paar Monaten ist eine höhere. Das heißt, wir haben wirklich Erfolge, weil wir natürlich wissen auch in diesem Fall, wer wann welche Prüfung macht und welchen Erfolg hat. Und in diesem Fall werden dann auch sozusagen diese Informationen auch mit anderen dann geteilt. Und damit ist auch die Freude und die Motivation und auch der Lernerfolg eigentlich höher, als wenn jemand ganz alleine lernt und anonym ist und man sehr oft überhaupt nicht weiß, wo der Lernende dann steht. Ja, das ist die eine Geschichte, die wir sozusagen für jüngere Zielgruppe entwickelt haben. Jetzt merken wir, das ist eigentlich aktuell gerade unser Thema, jetzt merken wir gerade, dass wir eigentlich dieses Konzept auch für, sage ich einmal, etwas ältere Damen und Herren anbieten werden, weil die Nachfrage auch da ist. Das heißt, es gibt auch andere, nicht nur jüngere Zielgruppe, die auch gerne ein bisschen mehr geführt werden möchte. Und da haben wir schon gesehen, dass wir auch in der Berufsreifeprüfung, also zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung für eine eventuell etwas ältere Zielgruppe ebenfalls dieses Konzept anbieten werden. Es ist grundsätzlich von der Idee her eine einfache Sache, in der Durchführung tatsächlich gar nicht so einfach, weil eben, wie gesagt, Lernen sehr, sehr individuell ist und auch noch sehr viel, jetzt um an den Vortrag von meinem Vorredner anzuknüpfen, mit natürlicher Intelligenz und natürlicher Motivation zu tun hat und sozusagen durch verschiedenste andere Dinge noch nicht ersetzt werden kann. Vielleicht kommt das einmal, dass wir das Wissen hinein gebeamt bekommen, aber da sind wir noch weit entfernt. Und wie gesagt, im Moment vor allem sind auch die Prüfungsschulen sozusagen an modernen Konzepten noch relativ weit entfernt. Liegt natürlich auch an ganz normalen Lehrplanentwicklungen und an Entwicklungen generell im Bildungswesen, die einfach nicht so schnell immer vonstatten gehen. Ja, was wir sozusagen noch als zweites dann sozusagen uns überlegt haben, ist, wir nennen es die Bildungsgestalter, sozusagen eine eigene Marke, die wir halt dann aufgebaut haben. Aber was ist die Idee dabei? Wir haben aktuell eigentlich Teilnehmer eben ab 15, sagen wir mal, für die höheren Bildungsabschlüsse, AHS, Matura oder Matura oder Handelsschulabschluss. Danach eventuell so von 20 bis, keine Ahnung, 30 vielleicht oder auch älter natürlich, da gibt es keine Altersbeschränkung, Damen und Herren, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, die bereits einen Lehrabschluss haben, aber dann ist irgendwie Schluss. Das heißt, das ist dann sozusagen unser Angebot, das wir anbieten können oder wo wir interessant sind für Kursteilnehmerinnen und da wollten wir einfach diese Kette verlängern. Das heißt, wir möchten auch danach noch für jedermann, für jede Frau interessant sein als Bildungsanbieter, also nicht nur für höhere Bildungsabschlüsse beziehungsweise dann eben Berufsreifeprüfung, sondern eben auch für die berufliche Weiterbildung. Wir haben gesehen, dass es ganz, ganz viele natürlich Selbstständige, EPUs gibt, die auch in diesem Bereich jetzt sehr viel auch zu Hause arbeiten, Homeoffice, Online-Angebote haben und eben auch da viel Bedarf da ist, um sich weiterzubilden. Und wir denken uns, wir möchten auch hier ein Angebot haben für diejenigen, die uns vielleicht schon vorher kennengelernt haben und dann eben etwas weiter noch von uns haben möchten. Und da haben wir begonnen, jetzt eine Bildungsplattform aufzubauen, ein Angebot aufzubauen für eben jeder Mann, jede Frau im Beruf, in der Selbstständigkeit. Das sind einerseits natürlich Kurse rund um die EDV, ist immer wichtig, beziehungsweise auch Kurse, die sich mit Sprachen beschäftigen. Auch das ist immer ein Thema. Generell Business English und das Englisch einfach im täglichen Gebrauch.
Auch natürlich kann man auch Sprache natürlich online üben. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur Sachen sein müssen, die man lesen, schreiben muss, sondern natürlich kann man so face-to-face auch Sprache üben. Das funktioniert genauso. Und dann natürlich auch ganz speziell, jetzt habe ich versehentlich schon die nächste Folie gezeigt, ganz speziell auch im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Online-Tools haben wir auch einiges angeboten. Da geht es um Online-Plattformen, wie man überhaupt mit so einer Moodle-Plattform oder mit solchen Plattformen umgeht, wie man auch eine Website gestaltet, wie man sie so gestaltet, dass sie auch gefunden wird. Und das war jetzt sozusagen die letzte Folie, die ich noch zeigen möchte, ganz speziell in diesem Zusammenhang den sogenannten Certified E-Learning Manager, den wir entwickelt haben, der aus 7 Kursen besteht, 60 Unterrichtseinheiten, wo es eben darum geht, dass Kursanbieter, ja, Kursanbieter E-Learnings auch lernen zu planen. Das heißt, wie man so einen E-Learning-Kurs, einen Kurs anbieten könnte, was man alles tun soll. Und da haben wir auch eine ganz wundervolle Kooperation gefunden mit Austrian Standards, wo man sich dann diesen Kurs auch, der bei uns gemacht werden kann, zertifizieren lassen kann. Das heißt, dann als zertifizierter E-Learning-Manager dann auch seine Kurse, seine eigenen E-Learning-Kurse dann anbieten kann. Übrigens dann ganz gerne auch über unsere Bildungsgestalter-Plattform. Das heißt, diese Plattform ist auch offen für externe Kursanbieter, nicht nur für unsere eigenen Kurse, sondern wir haben auch externe Kurse dabei, die nicht uns gehören, sondern die wir für andere Damen und Herren anbieten und uns als Plattform und als Werbeplattform und Abwicklungsplattform zur Verfügung stellen. Ja, das waren einmal sozusagen die Sachen, die wir im letzten Jahr entwickelt haben, und uns wird nicht fad, es geht immer weiter. Gerade im E-Learning-Bereich gibt es noch ganz, ganz viel zu machen. Ich bedanke mich einmal jetzt für die Aufmerksamkeit beim Zuhören. Habe ich in der Schule sonst nicht eine halbe Stunde, dass man mir zuhört. Und stehe gern noch für Fragen zur Verfügung, für den Fall, dass noch irgendjemand etwas in dem Zusammenhang wissen möchte. Habe ich das richtig verstanden? Sie stehen sozusagen mit Ihrer Plattform für Kooperationen bereit, genau, sodass Externe auch Ihre Systeme nutzen können. Richtig, genau. Wir haben auch gesehen, einfach durch verschiedene, sage ich mal, Kontakte auch auf den Social Media und generell einfach Kontakte, die Leute, die uns angeschrieben haben, dass eben doch einige etwas anzubieten hätten, aber jetzt nicht in der Lage sind, oder auch wenn sie ein kleines oder eine Ein-Mann-, Ein-Frau-Gesellschaft sind, das sozusagen eine Plattform aufzubauen, wo man das anbieten kann, einen Webshop aufzubauen. Das haben wir jetzt gemacht und stehen eben da für Kooperationen zur Verfügung, wenn sozusagen jemand ganz externer seinen Kurs anbieten möchte. Dann sozusagen bieten wir unsere Leistung auch an, dass wir diese Plattform und die Abwicklung zur Verfügung stellen. Ja. Im Chat habe ich jetzt keine Fragen entdeckt. Gibt es jemanden, der sein Mikrofon öffnen möchte und Fragen stellen? Offensichtlich okay. Nicht. Dann danke ich sehr für Ihren Vortrag. Und ich bedanke mich für die Einladung. Ja, wie wir alle erfahren mussten, ist der soziale Bereich nicht zu unterschätzen, auch eben, wenn man über die Ferne lehrt. Und das haben Sie noch einmal bestätigt auch. Ich wünsche allen eine schöne Mittagspause. Nach der Pause geht es um 13.15 Uhr weiter im Hörsaal 1, Entschuldigung, virtueller Raum 1, mit österreichischen Projekten zur offenen Bildungsressourcen. Und hier im Raum 5, ich hoffe, ich kann Sie wieder begrüßen, gibt es dann inklusive Medienarbeit, Hyperdocs und H5P. Schönen Mittag, genießen Sie vielleicht ein paar Sonnenmomente. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.